Ich habe kein Geld dabei. Kein Geld dabei? Ja. Und was wollen Sie haben? Eine Wasserflasche. Ist das irgendwie möglich? Nein. Ja, wirklich. Darf ich mitnehmen? Eine so eine Stange kann ich den Bären auf den Kopf. Hey, das wäre mega cool. AirTag oder sowas? Nee, hab ich nicht. Musst du, wir haben unser Auto wurde geklaut und seitdem sind wir auch überall so. Wo haben die denn euch das Auto geklaut? Boah, das ist echt krass. Haben Sie keine Geld dabei? Ja, nee. Ist gut. Ja? Ja. Hier, dann. Das für Sie. Nein. Doch, nein. Doch, du hättest mir die Wasserflasche gegeben. Nein, dann, nein, das ist zu viel, ne? Nein, doch, doch, doch. Nein. Sie können nehmen, nein. Das sind 250. So, dann lege ich sie hin. Nein. Doch, für die Wasserflasche, okay? Nee. Doch, für die Wasserflasche, ist okay. Nein. Doch, ist okay. Danke. Alles klar. Ja, tschüss. Tschüss. Das Auto vor der Haustür von meinem Bruder, der hat sich das ausgeliehen. Ist halt so ein SUV gewesen und viele Berichte dazu, dass in Hamburg halt besonders viele SUVs geklaut werden. Okay, immer diese Keyless-Go-Dinger. Gehen da wahrscheinlich mit irgendwelchen modernen Dingern ran, scannt sich da kurz rein und dann war er halt nicht mehr da, ne? Krass, und auch nicht mehr bekommen, nichts oder was? Ja. Direkt von Anfang gesagt, wenn das im Ausland ist, wird das nichts. Hoffentlich zahlt die Versicherung. Das war Gott sei Dank, das ging noch. Hey, danke. Wie heißt du? Javid. Marc. Freut mich. Echt, danke, du hilfst mir voll. Gehört euch der Laden oder also Familien? Genau, meine Eltern. Okay, ja, richtig cool. Jetzt musst du dir noch eine Sache sagen. Ich habe mein Geldbeutel gar nicht verloren. Ich will Hilfsbereitschaft belohnen. Nein, ich gebe dir 250 Euro. Na, Quatsch, hör mal auf. Gebe ich dir auf jeden Fall. Also ich habe, um ehrlich zu sein, habe ich sowas schon mal so online gesehen, ne, dass das Leute machen. Ich habe das, um ehrlich zu sein, immer nicht so für echt gehalten. Ja. Oder so, weißt du, ich dachte, okay, das ist bestimmt irgendwie inszeniert oder so. Krass. Also und jetzt weiß es ist es nicht. Wie gesagt, das Geld ist echt, das wirst du auch behalten. Ich nehme es dann nicht mehr weg. Wäre es möglich, eine Wasserflasche zu bekommen? Darf ich nehmen? Echt? Ja. Oh, das ist so nett. Ey, wäre es vielleicht möglich, eine Wasserflasche zu kriegen? Ich habe meinen Geldbeutel leider vergessen. Kann ich eine nehmen, einfach? Echt? So eine? Ich habe meinen Geldbeutel daheim vergessen und ich habe nichts zum Trinken dabei und wollte fragen, ob ich eine Flasche Wasser haben kann. Ich kann eventuell das Geld auch mal bringen. Kommen Sie morgen bis 16 Uhr, ich bin hier. Kommen Sie direkt zu mir. Was für dich? Was? Nein, das für nein, dich? Nein, doch. Nein. Ich leg das hier an, okay? Nein. Das sind 250 Euro. Nimm mal bitte. Bist du wirklich nicht? Was? Das ist Geld. Ich, guck mal, du hast mir geholfen, deswegen möchte ich dir einen schönen Tag bescheren. Ja, aber ich, vielen Dank, aber bei sowas nehme ich kein Geld. Wieso nicht? Weil das eine nette Geste ist von mir. Also du fragst mich und ich gebe dir was Nettes. Ja, aber das ist nicht selbstverständlich. Da hast du recht. Das finde ich leider schade, dass die Menschen so sind. Man sollte sich gegenseitig helfen. Und wenn du jetzt bei der Hitze kein Wasser trinkst, dann ist das Unkind. Gibt das Leuten, die irgendwie das nötig haben? Zum Beispiel, wenn du jetzt auf ein Mercado einkaufen gehst, da sind genug Leute, die kein Geld haben. Ich möchte dir das Geld aber trotzdem geben. Nein. Ich gehe trotzdem zu Leuten und gebe denen Essen und Trinken. Aber ich würde dir das trotzdem gerne geben, einfach weil du so nett warst und mir das geholfen hast. Du kannst weiter spenden, du kannst machen damit, was du möchtest. Also Ehrensache von dir. Ich danke dir. Wie heißt du? Ich heiße Shaki. Shaki, ich bin Erik, freut mich. Hey, vielen Dank, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Oh, ist mega korrekt. Dankeschön. Das würde ich dir gerne dafür geben. Was für dich? Nein, für die Wasserflasche. Mensch. Nee, ist okay. Nein, tschüss. Es sind 250 Euro. Tschüss, ich will da nicht. Also kannst du aber gerne haben. So. Ich gebe es den Mitarbeiter vor. Ja, dann kannst du das machen. Das, wenn Ich mach's einfach mit dem Kopf. Okay, nice. Ja, ey, dann ey, vielen Dank. Dankeschön, wirklich. Kein Problem. Wirklich krass. Hey, nochmal vielen Dank, dass du die mir geben wirst. Ja. Kann ich dich fragen, warum du mir die geben würdest? Wasser kann ich geben, aber wenn du gesagt hättest, Alkohol oder so, nicht. Ja, Wasser ist selbstverständlich. Ja, aber nicht wirklich. Und ich möchte dafür was geben, dass du mir jetzt geholfen hättest, obwohl ich jetzt kein Geld habe. Junge Mann, nein, bitte. 250 Euro für dich. Warum das jetzt? Weil du so nett bist und mir geholfen hast. Ich, ja, das ist jetzt Video-Dings-Aufnahme. Ich bin unterwegs und ich schaue, wie hilfsbereit Leute sind. Wenn du mir hilfst, so wie du mir jetzt geholfen hast, dann belohne ich sie. Und das kannst du... Also, vielen Dank sagen. Leute, wenn die kommen, ja, genau. Wir geben, wenn die kein wirklich Geld haben. Ja. Aber wenn die Leute kommen, so, die haben Durst, die wollen hier Whisky haben. Ja, aber das trinkt man ja nicht gegen Durst. Genau, man, so ist das. Könnt ihr ja vielleicht teilen oder. Teilen, natürlich. Bitte, ja, danke euch und bleibt so. Ja.